schlägst dich gut, Junge. Vater. Na komm. Du weißt, der bin ich nicht. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich vermisse dich und Mutter. Ich vermisse euch sehr. Es wird alles gut. Wir sind stolz auf dich. Weshalb? Ich ließ euch im Stich. Verlor das Schwert und ließ diesen Bastard entkommen. Sei nicht so hart mit dir selbst. Es gab nichts, was du tun konntest, um uns zu retten. Aber du, Junge, du musst weiterleben. Das Schwert ist egal. Es ist nur ein Gegenstand. Du wolltest nicht, dass ich kämpfe. Und jetzt sieh mich an. Dich dem Bösen zu stellen, ist nicht dasselbe wie dessen Saat zu säen. Du hast das Richtige getan. Ich muss dich jetzt verlassen. Nein, bitte. Du weißt, ich kann nicht bleiben. Sehen wir uns jemals wieder? Wer weiß. Mach sie stolz. Geh nicht. Geht nicht. Nein. Wovon zum Teufel hast denn du geträumt? Du wolltest gar nicht aufwachen und es ist schon Nachmittag. Herr Ratzig will dich in der oberen Burg sehen. Die Herren beraten sich mit Jobst. Ja, gut. Bin schon unterwegs. Sonst noch was? Ach, nichts, nur ich weiß nicht mehr, wie ich dich anreden soll. Urplötzlich bist du Herrn Ratzigs Sohn und gehörst damit auf einmal zur adligen Gesellschaft. Und ich bin nur ein einfacher Mann. Ach, komm schon, du Blödmann. Sehe ich so aus wie ein edler Herr? Nicht wirklich. Du bist so wenig Herr wie ich eine Nonne. Und in der Kutte sehe ich nicht besonders gut aus. Verschwinde, Mann! Sonst kommst du noch an den Schandstuhl. So, meine lieben Freunde, und nochmal herzlich willkommen zurück. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es hier noch einen Epilog gibt. Ich habe jetzt einfach mal das Ganze nochmal aufgenommen, gerade noch so rechtzeitig. Wir müssen jetzt den Epilog spielen, so wie es aussieht. Ja, dafür müssen wir hoch zur Burg. Also zur anderen Burg. Wir sind jetzt Teil der adligen Gesellschaft. Der absolute Hammer, wenn man so drüber nachdenkt. Ich hab's oben geparkt gehabt, in meinem Zimmer, wo es auch hingehört. So, wir reiten jetzt hoch und epilogisieren das Spiel jetzt hier nochmal. Ich dachte eigentlich echt schon, dass es schon längst vorbei ist. Ich fand die Szene gerade eben so richtig schön rührend. Ich meine, es war klar, dass es ein Traum war. Aber dass er nochmal so ein bisschen versucht, also seine Psyche versucht natürlich jetzt abzuschließen mit der Vergangenheit. Das muss für ihn extrem verwirrend sein. Mutter, Vater, tot. Vater ist gar nicht Vater. Vater ist plötzlich der Herr. Trotzdem liebt er seinen Ziehvater natürlich noch wie seinen eigenen. Damit muss ein menschlicher Verstand erstmal klarkommen. Und dass das natürlich nicht so einfach ist, das dürfte eben klar sein. So. Da war schon wieder gerade eben Panik bei mir angesagt. Gut, jetzt bin ich wieder ruhig. Denn ich glaube, wir sind jetzt hier wieder im Epilog, der jetzt losgeht. Und ja, die Ladebildschirme sind halt immer noch da.
Bin mal gespannt, wie viele von euch das noch bis hier geguckt haben. Oder geglaubt haben, dass ich vielleicht jetzt hier einfach... Ah, Heinrich. Oh. Bist du etwa auch zum Treffen mit Markgraf Jobst? Ja, stimmt. Was ist mit Istvan? Ich nehme an... Dass er uns entwischt ist? Richtig. Denn hätten wir ihn, wärst du der Erste, der es wüsste. Aber keine Sorge, wir kriegen ihn noch. Ich hoffe, du hast recht. Wie auch immer, lass uns sehen, was Jobst von uns will. Gott, wir sind total zerschlissen, ey, unsere Rüstung. Gut, was will der Markgraf von uns? Wahrscheinlich ist es jetzt schon der Hinweis auf den DLC oder so. Meine Herren, möge Gott euch segnen. Dich ebenso, Herr Kapern. Das ist mein Sohn, Heinrich. Ich wusste nichts von einem Sohn, Herr Ratzig. Es war auch für Heinrich eine Überraschung. Dieser werte Herr ist Johann der Zweite von Liechtenstein, Mitglied meines Rates. Eine Ehre, meine Herren. Tretet näher! Markgraf wollte uns eben den Grund seines Besuchs verraten. Euer Gnaden? Hochverehrte Herren, wir sind uns sicher einig. Die Unruhen müssen ein Ende haben. Das Land braucht einen König. Die Frage ist, welchen König? Mein Vetter, Wenzel der Vierte, der gefangen gehalten wird. Ich gebe zu, deine Antwort überrascht mich ein wenig, mein Herr. Wenn ich richtig informiert bin, hieltest du es bis vor kurzem mit deinem Vetter Sigismund. Das streite ich nicht ab. Mein Standpunkt war stets deutlich. Aber die Zeiten haben sich nun mal geändert. Was genau hat sich geändert, euer Gnaden? Nun, in einer Sache stimmen wir ohne jede Frage überein, nämlich der, dass König Wenzel seines Vaters Gabe für das Regieren nicht geerbt hat. Mhm. Leider haben seine Misserfolge Böhmen, den Adel und unsere ganze luxemburgische Familie viel Kraft und Geld gekostet. Wie konnte es der König so weit kommen lassen, verdammt? Es ist seinem Charakter geschuldet. Ihn interessieren nur Wein, Frauen und die Jagd. Er ist ein König, der nie König sein wollte. Warum überließ er die Krone dann nicht seinem Bruder? Junger Herr, die Krone lastet schwer, wenn es gilt, Pflichten zu erfüllen. Aber sie aufzugeben, bedeutet auch die Aufgabe von Privilegien. Aber er hat seinem Bruder Macht überlassen. Als die Dinge aus dem Ruder liefen, bat Wenzel seinen Bruder Sigismund, die Ordnung wiederherzustellen. Heißt das etwa, Wenzel hat Sigismund hergeholt? Mir dreht sich so langsam der Kopf. Es ergibt mehr Sinn, als man denken mag. Sigismund wollte die Macht des Hauses von Luxemburg wiederherstellen. Er glaubte, wenn er Wenzel hilft, die Kaiserkrone zu erlangen, würde dieser ihm mit Sicherheit zum römisch-deutschen Thron verhelfen. Und das Regieren des Reiches und Böhmens ihm überlassen. Während Wenzel weiterhin das tun würde, was er am besten kann, und zwar das Leben am kaiserlichen Hof genießen. Warum wurde Wenzel nicht zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt? Er wurde doch schon vor langer Zeit gewählt. Er hätte sich doch nur noch vom Papst die verdammte Krone aufsetzen lassen müssen. Wer weiß, vielleicht zog er es vor, auf die Jagd zu gehen und Zeit mit Zuberdirnen zu verbringen, anstatt mit dem Papst. Zugegeben, das würde ich auch. Sigismunds Plan hört sich stimmig an, aber so ist es wohl nicht gelaufen, nicht wahr? Für eine Weile schon. Sein Bruder und er trafen eine Übereinkunft. Sigismund übernahm von ihm die Verwaltung des Reiches und bereitete unverzüglich Wenzels Reise nach Rom zur Krönung vor. Doch dann begriff Wenzel, dass er nur eine Marionette mit einer Krone wäre. Ich muss sagen, Markgraf Jobst, Wenzel und Prokop verhielten sich wie unartige Kinder, die eine gute Tracht Prügel gebraucht hätten. Da würde Sigismund zustimmen. Er plante bereits seine Herrschaft über Böhmen. Aber Wenzel machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Ich denke, er verlor die Geduld und wollte Wenzel zur Krönung zerren. Egal, wie der sich dagegen wehrte. Wie ein unartiges Kind, könnte man sagen. Also entführte er ihn und deinen Bruder Prokop, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist es. Und du hast ihm geholfen. Hab ich nicht recht? Ja, meine Herren, ich war dort, als Sigismund Prokop entführte. Ich dachte, dass sich die Dinge regeln lassen würden, dass wir meinen Bruder zur Vernunft bringen könnten.
Doch Sigismund hatte sich in den Kopf gesetzt, dem Streit ein für allemal ein Ende zu setzen, koste es, was es wolle. Und ich konnte nichts tun, um ihn aufzuhalten. Das ist einer der Gründe, weshalb ich jetzt hier bin. Das Schlimmste ist, dass alles vergebens war. Der Aufstand wurde nicht beendet, nein, im Gegenteil, er eskalierte. Und das Chaos, in dem wir nun stecken, ist die Folge davon. Das ist wohl wahr, Herr. Aber ich muss zugeben, ich verstehe deinen Standpunkt nicht. Der König ist unfähig und wir sollen ihn beschützen? Die traurige Wahrheit ist, dass wir trotz Wenzels vieler Fehler keinen anderen Kandidaten haben. Also müssen wir mit seiner Faulheit auskommen. Ha, immerhin mag das Volk ihn. Aber was sollen wir nun tun? Sigismund hat die Herrenvereinigung hinter sich. Otto von Bergo, Heinrich von Rosenberg. Die Situation ist absolut außer Kontrolle. Auch die Adligen der Herrenvereinigung sind zu der Erkenntnis gelangt, dass Sigismund die völlig falsche Wahl war. Also ist Bergo jetzt auf unserer Seite? Sollen wir mit ihm eine Armee aufstellen und uns Sigismund zur Schlacht stellen? Wir sind nicht in Ungarn. Diese Dinge können elegant gelöst werden. Ohne unnötige Feindseligkeiten und Kosten. Ich habe eine Allianz ausgehandelt. Mit den ungarischen Bischöfen, den polnischen und natürlich dem tschechischen Adel. Gegen Sigismund. Er verliert jeden Tag mehr an Einfluss. Und deshalb brauche ich auch eure Hilfe. Politik im Mittelalter. Hilfe welcher Art? Sigismund befehligt eine riesige Armee und viele stehen ihm vermutlich immer noch bei. Hast du eine fähige Armee zur Verfügung? Nein, das ist nicht das, was ich damit meine. In Ungarn gab es einen Aufstand gegen Sigismund und ein bisschen habe ich damit zu tun. Jetzt muss er sich entscheiden, ob er die böhmische Krone will, was ein äußerst riskantes Unterfangen wäre, oder sich doch lieber an die ungarische klammern will. Beide bekommt er nicht. Und in Ungarn erwartet ihn ein harter Kampf. Ob er diesen gewinnt, ist fraglich. Und Rosenberg und Bergo wissen das auch. Sie sind nämlich nicht dumm. Wenn sich der böhmische Adel vereint, dann werden sie fallen. Darauf haben wir kaum Einfluss, Markgraf. Ratzig hier hat nach seinem Bündnis mit Wenzel alles verloren. Herr Divisch, er ging es beinahe ebenso. Und sogar Ratei ist gegen Sigismunds Truppen wehrlos. Außerdem, euer Gnaden, ist König Wenzel in Wien in Gefangenschaft. Von dort aus kann er nicht regieren. Was schlagt ihr also vor? Mit verschränkten Armen dazusitzen, bis ganz Böhmen zu Asche verbrannt ist, wie Skalitz? Dieser sinnlose Krieg muss ein Ende finden. Weißt du denn, Herr, wie der wahre Standpunkt der Herrenvereinigung aussieht? Tja, es steht im Moment leider nicht zum Besten zwischen uns. Du musst sie also selber fragen. Aber ja, warum eigentlich nicht? Ich besuche Bergo auf seiner Burg und höre mir an, was er zu sagen hat. Jo. Das ist gar keine so schlechte Idee, junger Herr. Richtig, aber sehr riskant. Ich bezweifle, dass Bergo einem blaublütigen Boten schaden würde. Du hörst dir an, was er zu sagen hat und was die Herrenvereinigung plant. Danach entscheiden wir, wie wir weiterverfahren. Ich helfe dir, einen Brief zu verfassen. Ich hätte gern Heinrich dabei. Warum nicht? Er hat sich als sehr fähiger Ermittler erwiesen und ist auch eine gute Leibwache, falls etwas schiefläuft. Und ich schicke Herrn Johann hier als mein Auge und Ohr nach Kuttenberg. Ich denke, beide Berichte werden uns in dieser Situation weiterhelfen. Wann wollt ihr los? Sobald ich gepackt habe. Gut. Markgraf Jobst und ich verfassen den Brief. Bereitet euch vor, wir treffen uns hier wieder. So, ich nehme mal nicht an, dass wir jetzt dahin reisen, aber weiß der Geier. Es wäre wohl das Beste in deiner. Was habe ich denn? Sprich mit deinem Vater. Ganz recht. Ja, gerne. Was genau soll ich sagen? Er seufzt schon. Du hast also eine Mission vor dir. Ja, ich freue mich drauf. Ich will deinen Eifer nicht schmälern, mein Junge, aber sei vorsichtig. Wir leben in unruhigen Zeiten. Wer weiß, was geschieht. Und Bergo ist sicher kein Heiliger. Keine Sorge. Ich weiß, du hast bewiesen, dass du gut zurechtkommst. Aber sei bitte vorsichtig. Du reist als Herrn Capons Leibwache. Du musst Sorge tragen, dass ihm nichts zustößt.
Halte die Augen und Ohren offen. Was Bergo euch erzählt, ist eine Sache. Was du siehst, vielleicht eine ganz andere. Sei versichert, Vater. Und lass dich in nichts verwickeln. Überbringt den Brief, hört euch die Antwort an und kehrt zurück. Das wird mir schwerfallen. Also gut, Bergo ist auf Burg Troski. Du wirst überrascht sein, wenn du sie siehst. Sie ist eine der schönsten dieses Landes. Sie liegt 3 Tagesritte von hier entfernt. Wenn ihr nicht auf Schwierigkeiten stoßt, solltet ihr bald zurück sein. Irgendwelche Fragen? Ist das ein DLC oder geht das jetzt weiter? Wir fragen halt kurz mal durch. Ich finde diese ganze Luxemburger Sippschaft ehrlich gesagt ziemlich verwirrend. Die Luxemburger regieren das Kaiserreich und Böhmen seit fast 100 Jahren. Kaiser Karl brachte diesem Landstrich Wohlstand. Solange er an der Macht war, ging es uns großartig. Wenzel und Sigismund sind seine Söhne, aber von 2 Müttern. Jobst und Prokop sind ihre Vettern. Sie wurden damit betraut, Mähren zu regieren. Doch stattdessen befehden sie sich seit Jahren, und nun liegt auch Sigismund mit Wenzel im Streit. Wenzel hatte noch einen Bruder, Johann von Görlitz. Er war der Jüngste und wurde womöglich vergiftet. Sie scheinen ein hitzköpfiges Geschlecht zu sein. Es ist schwierig, über sie im Bilde zu bleiben, denn sie wechseln ihre Verbündeten von einem Tag auf den anderen. Tolle Familie. Wer ist dieser Jobst wirklich? Der Vetter von König Wenzel und der Markgraf von Mähren. Aber ich gebe zu, ich durchschaue ihn auch nicht. Bis vor kurzem hielt er es mit der Herrenvereinigung. Eine Weile stand er sogar auf Seiten Rupprechts von der Pfalz gegen den König. Und nun hat er seine Loyalitäten schon wieder verdreht. Ich weiß nicht warum und bin mir daher nicht sicher, ob er edle Beweggründe hat. Man sollte ihn gut im Auge behalten. Trotz allem ist er momentan der Anführer der Rebellion gegen Sigismund. Wir müssen eben abwarten, was weiter passiert. Mhm. Ich bin besorgt, weil viele Leute so wenig von König Wenzel zu halten scheinen. Du kennst ihn doch, oder? Wie ist er wirklich? Ach, das ist nicht so einfach zu beantworten. Aber gewiss ist er ein hervorragender Jagd- und Trinkkumpan. Er kann jedoch äußerst aufbrausend und ungestüm sein, wenn ihm etwas missfällt. Er ist nicht zum König geboren und findet sein Amt ermüdend. Aber hat man das Zepter erst ergriffen, kann man nur schwerlich wieder davon lassen. Er kann nicht einfach abdanken. Du hast ja gesehen, was passiert, wenn der König ein paar Monate verschwindet. Besser ein schlechter, aber rechtmäßiger König als ein Krieg um den Thron. Das ist leider richtig. Wer ist dieser Prokop, von dem Jobst sprach? Jobsts Bruder und des Königs Vetter. Prokop und Jobst haben sich jahrelang um Mähren bekriegt. Dann waren sie eine Zeit lang Verbündete, hintergingen Wenzel und stellten sich auf die Seite Rupprechts von der Pfalz. Doch nachdem Sigismund Wenzel entführte, trat Prokop eine Revolte gegen ihn los und Sigismund nahm ihn ebenfalls gefangen. Politik. Denk darüber, was du willst. Ich für meinen Teil kann mir meist keinen Reim darauf machen. Wer sind die Herrenvereinigung und dieser Bergo, zu dem wir reiten werden? Die Herren der mächtigsten Häuser, Heinrich von Rosenberg, Otto von Bergo, Heinrich von Neuhaus und andere, sie waren ungehalten darüber, dass sich ihr Einfluss schmälerte, als Wenzel Adlige niederen Ranges um sich scharte. Vor Jahren entführten sie den König, um ihm ihren Willen aufzuzwingen. Damals kamen sie damit durch, und nun haben sie sich Sigismund angeschlossen und tun es wieder. Aber es scheint mir, dass Sigismunds Verhalten ihnen mittlerweile auch langsam missfällt. Warten wir ab, was Bergo dazu zu sagen hat. Meine Fresse, so viel Text jetzt hier noch im Epilog. Ich weiß nur wenig über Sigismund. Er ist der jüngere Bruder des Königs und rechtmäßiger König von Ungarn. Vor 7 Jahren führte er einen Kreuzzug gegen die Türken und verlor bei Nikopolis. Manche sagen, es war der Leichtsinnigkeit der französischen Ritter geschuldet, die fast alle grausam starben. Sigismund ist ehrgeizig und fähig. Vielleicht wäre er sogar ein besserer König als Wenzel. Aber er ist auch grausam und arrogant, wie wir selbst erlebt haben. Mhm. Bis vor kurzem wurde er vom ungarischen Adel gefangen gehalten. Sie können ihn genauso wenig leiden wie manche tschechische oder deutsche Adlige seinem Bruder Wenzel. Ironischerweise schloss Wenzel sich Jobst an, um Sigismund zu befreien. Und so dankte es Sigismund seinem Bruder. Es besteht kein Zweifel. Die Wege des Herrn sind unergründlich.
Also, alles ein Schlangennest. Ruprecht von der Pfalz. Diesen Namen kannte ich bis vor kurzem nicht. Ruprecht ist der Kurfürst der Pfalz. Was ist denn ein Kurfürst? Die Kurfürsten sind die Würdenträger des Heiligen Römischen Reiches, denen das Recht obliegt, den römisch-deutschen König zu wählen, welcher dann vom Papst gekrönt wird. Ruprecht riss den Titel mit Hilfe von drei weiteren Kurfürsten an sich, obwohl Wenzel bereits zum König ernannt worden war. Einige Adlige erkannten Ruprecht an, doch als er sich nach Rom begab, um sich krönen zu lassen, endete es in einem Fiasko. Nun versucht er sein Möglichstes, um Wenzel dazu zu bewegen, ihn anzuerkennen, doch bisher ohne Erfolg. Also haben wir jetzt zwei römisch-deutsche Könige. Jobst stand eine Weile auf Sigismunds Seite, änderte seine Meinung dann jedoch, scheint, als täte er das öfter. Wieder mal mittelalterliche Politik. Dieser junge Mann, Johann von Liechtenstein, warum ist er hier? Die Liechtensteiner sind eine mächtige österreichische Familie mit Besitztümern in Österreich und Mähren. Herr Johann sitzt in Jobsts Rat. Da sich der König in Wien in Gefangenschaft befindet, ist es sicher sinnvoll, sich mit mächtigen Österreichern zu verbünden. Könnte nützlich sein. Ich frage mich, ob davon auch noch das heutige Liechtenstein sich ableitet. Ich meine, das ist ja ein Adelsgut. Bis heute. Das war alles. Nun gut, nimm Hanuschs Brief und viel Glück, mein Sohn. So, jetzt bin ich gespannt, weil eigentlich... Was hältst du von all dem? Da kann ich ja gar nicht hin. Den Brief beim Markgraf Jobst abholen. Hey! Ich glaube, das ist ein guter Brief, meine Herren. Ohne Zweifel. Man kann nicht herauslesen, ob wir Sigismund unterstützen oder bekämpfen. Ich muss zurück nach Brünn, aber bald werde ich nach Brandenburg reisen und auf dem Rückweg hier Halt machen. Bis dahin sollte Herr Capon zurück sein und dann besprechen wir alles Weitere. Gut. Aber bevor du gehst, werter Herr, es gibt da noch etwas, das mich beschäftigt. Warum kam Sigismund als Feind zu uns? Das ergibt keinen Sinn. Mein gnädiger Herr, wenn ich das erklären dürfte. Oh, ja bitte, erleuchtet uns, junger Herr. Ich lebe nicht weit von Ungarn entfernt, wo Sigismund regiert. Es ist ein wildes Land, ständig im Krieg mit den Türken, das hat die Menschen abgestumpft. Sie brauchen einen Monarchen mit eiserner Hand. Als Sigismund hier eine Rebellion witterte, agierte er dementsprechend. Doch seine Vorgehensweise mit den ungarischen Adeligen funktioniert hier in Böhmen nicht. Ordnung zu schaffen ist eine Sache, Barbaren rauben und brandschatzen zu lassen eine andere. Was soll das bringen, frage ich mich. Sigismund hat dem böhmischen Adel zunächst die Chance gegeben, sich auf seine Seite zu stellen. Erst als sie abgelehnt haben, hat er die Geduld verloren und das Schwert in die Hand genommen. Und was die Barbaren angeht, er kann sich nichts Besseres leisten. Der ungarische Adel hätte mit diesem Feldzug in Böhmen absolut nichts zu gewinnen. Folglich hatte er für eine richtige Armee kein Geld, also musste er die Kumanen rekrutieren. Was er ihnen nicht zahlen kann, das plündern und stehlen sie eben. Nur reichte es selbst den Kumanen letztendlich nicht. Deshalb überfiel er Kuttenberg und Skalitz. Er hatte es auf das Silber abgesehen. Das ergibt Sinn. Meine Herren, wie weit seid ihr mit dem Brief? Er ist fertig. Dann können wir losreiten. Denk daran, was wir gesagt haben, Junge. Überbringe nur den Brief. Hör dir die Antwort an und komm umgehend zurück. Verärgere Berghoff auf keinen Fall. Verärgern? Ich? Niemals, Onkel. Oje. Wir sind in ein paar Tagen zurück. Lebt wohl, meine Herren. Komm, Heinrich, die Männer warten. Gute Reise wünsche ich. Okidoki. Also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt irgendwo noch hinreisen. Glückwunsch, du hast die Hauptgeschichte abgeschlossen. Wenn du möchtest, kannst du dich nun den Nebenquests und Aktivitäten widmen oder einfach die Spielwelt genießen. Du kannst das Spiel jederzeit beenden, indem du den Herrn Capon, Hans Capons Gruppe stößt. Indem du zu Herrn Capons Gruppe stößt. Okay. Gut, meine lieben Freunde. Meine Männer stehen schon im Hof. Damit ist es jetzt wirklich vorbei. Das hier war der Epilog. Habe ich nochmal als eigene Folge jetzt einfach nochmal hinten rangeklatscht. Dann würde ich mal sagen, nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sieht etwas besser aus. Ja, ich weiß, ich bin gerade fast die Treppe runtergefallen. Tut mir leid. Was zum
Und ich würde es einfach sagen, ja, jetzt wirklich schöne Zeit, ne? Tschüssi und Ade. Und wir werden jetzt ihn nochmal ansprechen, denn dann beendet sich das Spiel ja anscheinend. Also, bin mal gespannt, wie. So richtig meine ich. Willkommen, Heine. Ja, auch schön, dich zu sehen. Ich könnte einen Happen vertragen. Mal gucken, was jetzt passiert. Können wir aufbrechen, Heinrich? Ja, können wir. Ja, ich kann's kaum erwarten. Nun denn, aufsitzen. Der Herr von Bergo wird sich sicher freuen. Muss ich jetzt wirklich noch aufsitzen? Muss ich. Reite Herrn Carpon hinterher. Ich dachte, das Spiel beendet sich jetzt. Wo reiten wir denn jetzt hin? Na, werft mich ja nicht runter. Also, im Grunde bin ich eigentlich schon weg, ne? Also, nicht wundern, dass ich noch nicht weg bin. Oder noch mit euch rede. Das ist alles eine Illusion. Das ist alles ein Fiebertraum. Ich frage mich, wo wir jetzt hingehen. Wir reiten nach Osten. In den Sonnenuntergang. Im Grunde. Wie lebt es sich als hochwohlgeborener Bastard? Ich gewöhne mich schon dran. Was ist mit Ratzig? Hat er erklärt, warum er sich nicht schon vorher zu dir bekannt hat? Hat er. Ich denke, jetzt wird alles gut. Schön zu hören. Als Adliger freundet man sich lieber mit einem adligen Bastard an, als mit einem Schmied. Selbst ein ehemaliger Schmied kann ganz schön austeilen, junger Herr. Was? Irgendwie ist seine Bewegung irgendwie ein bisschen fragwürdig hier gerade eben gemacht. Was hältst du von Markgraf Jobst und seinem Plan? Nun, ich gebe zu, ich durchblicke all die Intrigen nicht ganz. Ich dachte, Sigismund sei der Teufel und Wenzel ein Märtyrer. Und auf der einen Seite Schurken, auf der anderen Helden. Ich dachte, wir befreien den König und alles wird wieder gut. Aber nun sieht alles viel komplizierter aus. Richtig. Ich hatte nicht erwartet, dass Adlige immer Engel sind, aber solche Abgründe ebenso wenig. Sie verhalten sich wie Kinder. Wie schaffen sie es, nach all der Hinterhältigkeit überhaupt noch miteinander zu reden? Das frage ich mich, ehrlich gesagt, auch. Ich finde das interessant. Ich habe so das Gefühl, dass man jetzt so langsam aber sicher erst erkennt, dass sie ursprünglich mit dem Spiel noch viel größere Ziele hatten. Wusstest du eigentlich, dass König Wenzel ein so nutzloser Trunkenbold ist? Nein. Und um ehrlich zu sein, wollte ich es auch gar nicht wissen. Ich schlief besser, als ich dachte, dass mich ein weiser und mächtiger König beschützt. Ich auch. Welch eine Welt, in der man nicht mal etwas auf den eigenen König geben kann. Andererseits waren die Zeiten unter ihm besser als nun, da er fort ist. Das ist wohl wahr. Also sie haben, glaube ich, noch viel größere Sachen vorgehabt, haben aber wahrscheinlich dann gemerkt, dass das wächst ihnen über den Kopf und es ist ihnen auch über den Kopf gewachsen. Was hältst du von Sigismund? Ich hätte schon viel früher die Nase voll von seinem Bruder gehabt. Aber er ist ein Monster. Sieh dir nur an, was seine Horden anrichten, was sie mit Skarlitz gemacht haben. Das ist wahr. Andererseits wäre nichts davon passiert, wenn Wenzel und Prokop ihn nicht hintergangen hätten. Er musste Skarlitz nicht gleich abbrennen. Ja, aber er konnte die Verräter nicht einfach gewähren lassen. Und dennoch, ich verurteile seine Taten. Er ist ein Wiesel. Oh ja, das ist er. Wie weit reisen wir denn jetzt eigentlich da noch in diese Richtung? Ich guck mal kurz auf die Karte. Nach Neuhof. Ich bin mal gespannt, wohin das Ganze jetzt noch führt. Weißt du etwas über Prokop? Herr Hanusch könnte dir da einiges erzählen. Wieso? Letzten Winter versuchte ein gewisser Ritter, Herr Johann Sokol von Lamberg, die Stadt Iglau zu besetzen, die unter der Befehlsgewalt keines Geringeren als Prokop stand. Und was hat das mit Hanusch zu tun? Naja, er war damals dabei. Natürlich würde er das Jobst gegenüber nicht erwähnen. Und was wollten sie erreichen? Sie wollten eine Stadt besetzen, die auf Seiten der Herrenvereinigung steht. Aber obwohl sie mit mehreren hundert Mann anrückten, gelang es nicht. Sie kamen nicht an den Iglauer Frauen mit ihren Mistgabeln und ihrem kochenden Wasser vorbei. Wer hätte gedacht, dass Hanusch so ein Rebell ist? Jetzt hier rechts oder... Wohin geht's jetzt? Und hast du schon einmal von Ruprecht von der Pfalz gehört? Ja, er schafft es nicht einmal einem König die Macht abzunehmen, der sie gar nicht haben will und nicht verteidigt. Kein Mann, der das Zeug zum Regieren hat, wenn du mich fragst. Mehr muss man nicht wissen. Ist ja schön, dass wir jetzt hier rumreiten, ne? Aber das hätte auch eine Cutscene sein können. Weißt du irgendetwas über ihn?
Ich habe kaum Gutes über ihn gehört, aber manche Adligen bewundern ihn offenbar dennoch. Seine Burg soll sehr beeindruckend sein. Ich freue mich schon, sie zu sehen. Ja, ich bin mal gespannt. Also wir werden sie nicht sehen. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hingehen. Was genau ist diese Herrenvereinigung? Ein wohlhabender und aufgeblasener Haufen. Der König mag sie wohl nicht besonders. Er umgab sich lieber mit Adligen niederen Ranges, zum Beispiel mit deinem Vater. Ich kann ihn verstehen, weißt du. Aber die Adligen waren wenig erfreut über ihren schwindenden Einfluss, also handelten sie. Wäre ich Wenzel, hätte ich sie nach der ersten Entführung hängen lassen. Aber stattdessen gab er ihnen Macht im Provinzialrat. Kein Wunder, dass sie es wieder versucht haben. Ich finde es schwierig, wie der hier rumreitet. Von links nach rechts, von rechts nach links. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, damit ich mir zuhören kann. Reden wir jetzt noch mehr oder nicht? Das Spiel hat gesagt, es beendet sich. Jetzt sind wir schon in Neuhof. Ich fände es cool, wenn er ein bisschen schneller reiten würde. Ich habe so das Gefühl, die Gespräche sind rum. Aber ich will auch nichts verpassen. Also ich bin jetzt... Ich werde jetzt auch einfach mal schweigen. Genießen wir den Ritt. So wie das Spiel das jetzt auch tut. Guten Tag, die Frau. Es fällt mir schwer zu schweigen. Wenn man es gewöhnt ist, beim Spielen zu reden, ne, dann stellt man das nicht so ohne weiteres ab. Wo sind wir denn jetzt? Also wir sind wirklich in Neuhof. Wo geht denn der Weg noch hin? Also ich rechne jetzt mal damit, dass es irgendwie da lang geht. Scheint auch der Fall zu sein. Also folgen wir dem Weg. Ich meine, es führt ja als eindeutig aus der Map raus. Wie gesagt, das hätten sie noch in einer Cutscene machen können, aber wahrscheinlich ging ihnen dann einfach die Zeit aus. Sie hatten die Texte schon, aber sie hatten nicht mehr die Zeit, wahrscheinlich eine Cutscene daraus zu machen. Das wäre jetzt halt spannend, wahrscheinlich für den DLC oder sowas, ne? Ob ich den spiele? Keine Ahnung, Freunde. Ganz im Ernst, ich kann nichts versprechen. We will see. Schade, dass jetzt auch nichts mehr hier gesprochen wird. Ich bin jetzt nur noch eins gespannt. Wenn die jetzt hier wirklich jetzt hier zum Rande der Map laufen, sind wir dann auch, also reiten die dann raus? Ich meine, wir können es ja wahrscheinlich nicht. Wie läuft es denn ab? Da bin ich jetzt auch ein bisschen neugierig. Ich bin mal gespannt, ob ihr auch neugierig seid. Zieht sich unser Tross aber auch echt immer länger. Man merkt halt echt, dass die Pferde unterschiedlich schnell sind, ne? Und dass wir halt ein sehr schnelles Pferd haben. So von den Grundstats her. Neuer Kodex-Eintrag. Yeah, Sühnerkreuz. Wisst ihr, was jetzt noch fehlen würde? So ein Überfall am Wegesrand. Das würde jetzt echt noch fehlen. Also wenn das so weitergeht, sind wir verhungert, bis wir am Rande der Karte sind. Ich kann auch wahrscheinlich nicht sinnvoll vorausreiten, ne? Nee, das geht nicht. Aber es läuft wirklich auf das da hinten hinaus. Okay. Dann schauen wir einfach, wohin uns... Oh, davon ist ein Lager. Irgendwas ist da. Ich guck mir das schon mal an, Herr Carbon. Nicht, dass wir da irgendetwas jetzt hier auf den Leim gehen. Sieht leer aus. Das war's.
Aufgabe abgeschlossen. Sprich mit Herrn Hans Carpon. Ach so. Das ist jetzt das Lager. Ja komm, das machen wir noch schnell. Anscheinend ist es jetzt hier wirklich vorbei. Wie sieht's aus, Heinrich? Können wir los? Bist du bereit? Ich schon die ganze Zeit. Aber sicher doch. Endlich komme ich mal raus und sehe mehr vom Land. Recht so. Und jetzt? Ist jetzt wirklich vorbei? Das Ende. Na also. We did it. Na dann, legen wir mal los. Endlich habe ich das Gefühl, mal etwas Sinnvolles zu tun. Wir helfen bei der Rettung des Königs. Anstatt diesen gekrönten Saufbold zu retten, würde ich lieber das Schwein ausfindig machen, das meine Eltern ermordet hat. Ich will mein Schwert zurückholen und diesen Bastard damit aufspießen. Kopf hoch, Heinrich. Ich bin mir sicher, dass du den Kerl erwischen wirst. Und das bestimmt schon bald. Auf geht's, Männer. Auf Dentes Fortuna Jubat. Er kann Latein? Verdammt, wir nicht. So, liebe Freunde, das war's jetzt wirklich mit Kingdom Come Deliverance. Das richtige Ende. Dieses Spiel hat so viele Enden und so oft deutet sich ein Ende an. Es ist unfassbar und jetzt haben wir es, glaube ich, wirklich das Ende des Epilogs. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Ich wünsche euch was. Ich klicke jetzt mal und guck, was passiert, ne? Nicht, dass nicht nochmal ein Ende nach dem Ende kommt. Wir haben jetzt sozusagen Endception. So sollte man das Ganze hier eigentlich nennen. Die Musik ist schon geil, muss man echt schon sagen. So, ich klicke. Es passiert nichts. E zum Fortfahren drücken. Ah, und jetzt haben wir es durch. Also, in dem Sinne, macht's gut, schöne Zeit, Leute. Tschüssi und... Adi.